Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir machen kurz mit dem Schützen ein paar Level, also Erfahrung sammeln, einfach wegen dem täglichen Bonus und gehen dann rüber zum Beschi. So, ist nicht Check der Anf also der Gründe. Kann ich das gleich mal auch schreiben. Die der Gründe. Heißt er auch Check, also ich denke schon. Macht er alle Namen Check. Jackie Chan. Ich muss gerade vorher den Minecraft-Server umgestalten ein bisschen und so. Jetzt bin ich gleich mal ein bisschen flach. Okay. Ganze Sache zu anzuschauen und so weiter. Na, schreibst du etwas? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Zeit, es ist 10 Uhr. Okay, da wollte ich eigentlich nicht, aber darfst du. Hey. Sterbe ich noch. Gut, es geht jetzt auch. Heie. Kann meine Beschi Monika Basler in den Clan, please? Gehen wir gleich raus, wenn ich darf. Sie ist, glaube ich, Level 17 und Level sie schnell. Ja. Gut und schnell hoch. Ich glaube, sie ist sogar 18, aber weiß es jetzt nicht. Ich mache einen Feuerring. Ich sitze nur zwei Gras. Ja, ich denke schon, dann gehe ich rüber. Ich gehe rüber. Ich denke, das heißt ja. Wahrscheinlich hat er gerade nicht so viel Zeit, ist dann im Fort oder. Keine Ahnung. Ich hoffe, er meldet. Also. Ja, sonst gehen wir einfach wieder rüber, hä? Also. Sonst sprechen wir ihn an. Das Komma ist Vorcheck gewesen, ne? Also, was müssen wir hier machen? Albino-Bär. Ah ja. Das war gestern im Livestream für euch wahrscheinlich vor... Ja, nein, für euch auch gestern. Ich lade das direkt hoch. Und... Ja, jetzt machen wir kurz diese Albino-Bären. Und
gehen danach, sprechen ihn an. Dann geht er. Lässt er uns wahrscheinlich rein. Ah ja, gut. 16 erst. Ja, ja, geht ja schnell. Er hat gesagt, er nimmt alle auf. Hallo. Da geht's gar nicht. Nein, so geht doch, oder? Oh, Blitzstab der Rune. Wow. Ja. Ich habe gemerkt, Livestreams sind recht müde machend. Okay, gut. Komme in unten Richtung Norden. Ja, ja. Also, dann haben wir einen Blitzstab der Runen für Level 19. Könnten ihn mal mitnehmen. Hä? Das war nicht so gut mit den Bonis, aber. Ja, ist stärker, hä? Ich mag zwar nicht langsame, aber langsame hat meistens Reichweite und. Ja, sind halt am stärksten. Okay. Ich dachte, es war ein bisschen umfangreicher früher. Hm, habe ich wahrscheinlich einfach anders im Kopf von einem anderen Spiel oder so. Naja. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habe, habe ich den ganzen Sonntag eigentlich ja mein Ding gespielt. Eben nicht. Also Regnum. Und hat richtig Spaß gemacht. Es war halt auch ein bisschen nervig, aber ja, ich stecke solche Sachen halt auch gut durch. Bin eigentlich noch einmal schlafen, eigentlich überhaupt nicht mehr genervt über das Spiel. Check Inferno. Yay! Cool, danke. Danke. Ja, ich mal kurz nach. Danke. So. Ah, ich habe ja gar keinen. Oh, er ist ja weg. So. Ja, machst du kurz Charakterwechsel. Dann bist du wahrscheinlich nicht so ein Abendaktiver. Hä? Kennen wir dich jetzt nicht so gut. Es ist schade, ich kenne eigentlich recht viele im Clan, ab den Chef, der habe ich noch nicht so, einfach nicht so das Vergnügen gehabt, ihn zu treffen. So, jetzt gehen wir hier durch diese Absperrung für Pferde. Welcome back. So, dann haben wir, das ist schon zu weit. Das ist da drin im Haus oder hinten drin. Da oben ist und die sagt nichts. Ah, Mann, oh. Das ist Anti-Pferd. Zeug. Aha. Jetzt müssen wir doch noch wieder ins Kalatal. Ach, wegen dem Ding, also zweimal. Oh, es geht. Ich dachte, es geht nicht. Ja, so hat nicht genug Platz. Stab der Wilden. Ja. Aus dem Hexenmeister. Ich lasse das mal noch. Vielleicht wird ein Olem ein Hexenmeister. Ja. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ein so junger mitspielt, sonst dürft ihr es gerne sagen, gell?
Sagt es ja, wenn es euch stört. Nicht, dass ich da noch ja, einfach ein bisschen Problemchen bekomme. Ich will keine Hates natürlich. Weil im Internet haten relativ schnell immer Leute, das ist ein bisschen unangenehm. Vor allem für mich. Als auch emotionaler Mensch. Dabei ist Hate überhaupt nicht nötig. Ein bisschen reden und schon fertig. Vor allem eben. Mit mir kann man jederzeit reden. Da dürft ihr mich anquasseln, ich schreibe was oder ich mache bei Teamspeak oder Skyping was mit euch. Ich will nie richtig prominent werden, egal ob Let's Play oder Fußball. Ich selber bleibe immer ein normaler Mensch. Das ist mir am wichtigsten. Ja. Jetzt nochmal Charakter wechseln. Manchmal denke ich, die sind so mega Profis, die müssen alles automatisch richtig machen und so. Ich muss ja nicht der Beste werden, als jetzt. Ja, okay. Einfach ein bisschen mehr Erfahrung holen bei Champions of Regnum, aber nicht so, dass ich jetzt alles automatisieren möchte oder so. Es ist ein Spiel. Ich kann einfach in einem Spiel nicht so richtig profihaft werden. Ich will einfach nicht. Wenn, dann mache ich es gut zugute eines Clans oder einer Party, aber nicht eines Egos. Okay, haben wir noch etwas? Kellettal. Das ist rechts. Ah, das ist oben. Stimmt. Also, was haben wir denn hier? 18 Mittel. Das ist sogar besser. Schade, jetzt haben wir Geld ausgegeben für den. Wieso geht's bei dem Händler so scheiße Waffen? Die man per Quest besser bekommt für den Anfang, also bis Level 40. Okay, bis Level 30, man bekommt immer schlechtere Waffen daneben. Bis Level 40, bis keine Quests mehr kommen. 42 oder so. Okay, dann sind wir jetzt oben. Und gehe noch kurz ins Kellertal, hä? So ein bisschen systematisch machen. What? Ah, jetzt dachte ich, ich habe Warmmaster Coins dabei, ist das mal, Seele. Serie. So, im Kellettal müssen wir zum Kelletthang. Ja, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal kurz rein da. Dann haben wir die Quest abgegeben. Okay, wir sind Level 16. So langsam geht das mit dem Dämonen. Stärke ist weiter. Also auf Stufe 3. Der ist so stark, den liebe ich so. Der wird wahrscheinlich später auch der Beste sein, weil der Golem finde ich nicht stärker. Also halt wegen der ja, dass er nicht so lange bleibt. Und der Leech, ja, da hatte ich noch nicht so das Vergnügen, den zu kennenlernen. Aber ja, ich finde, sind alle Beschwörungen eigentlich gut, außer diese Hüpf-Kobold-Imps, oder wie die heißen. Und ja, die nerven ein bisschen und sind ja nur Cards da für einen Kill und sonst nichts. Und eben die Bashis sind überhaupt nicht zum Kämpfen im FR da. Gar keine Spieler lassen sich damit irgendwas machen.
halt ein bisschen zum Ablenken für Torkul oder so, aber sonst, ja, ich denke nicht, dass das viel gibt. Lunge, Leibwagen, ausgewachsener Schneewolf. Wo haben wir denn? Hä? Ah, mal ein bisschen erholt. Ausgewachsener Schneewolf. Komm schon. Aber wir haben ein Level Up. Nein, wir haben kein Level Up bekommen. Einfach vor dem Part. Dann warten wir, bis wir in Dings sind. Birka. Oh. Kleines Rädchen. Da ist ein Leibeigner. Besiegen wir den, hä? Easy. 200.000 habe ich sicher schon besiegt in diesem Part, also Aufnahmesession. Das steht leider auch nirgends. Wir haben ihn schon, cool. Sonst ist meistens der zweite, dritte, der fünfte, manchmal ist der zehnte. So, weiter beschwören, komm. Zusammen angreifen. Also müssen solche die Wölfe angreifen. Es geht alles so schnell. Ich hoffe später auch noch. Ja, ich werde dann einfach eine bestimmte Skillung machen. Wir müssen da nicht alle retten und so. Können wir schön fett skillen. Ich mache dann einfach eigene Heilung die ganze Zeit. Und halt Schützen nehme ich noch mit. Dann schütze ich halt die Leute ein bisschen. Ach komm. Was heißt das gewesen? Du musst treffen, liebe Lady Monika. So. Weiter. Angreifen, bitte. Danke. Wie sie ein schönes Zündhäuschen in der Hand hat. So richtig. Oh, ich bin die Lady mit der Zündhäuschen. Streichholz. Sagt ihr. Wir sagen Zündhäuschen. Oder ihr auch. Genau. So, weiter, ab, angreifen, los, ab. Das Holz, das streicht. So, Dämon, jetzt bleib mal ein bisschen hier, hey. Es wäre cool, wenn das so wie beim Necromancer in Diablo 2 wäre. Einfach so, ja, maximal 5 oder 6. Ich glaube, beim Necromancer in Diablo 2 ist es auch so. Nicht viel mehr ohne richtiges Items. Und dann einfach ein bisschen Fortschlachten machen mit ein paar Skeletten. Das wäre was, hä? Ich schreibe jetzt ihn immer willkommen. Aber er ist nett. Das ist es. Okay, fertig. Schon wieder nicht mitbekommen. Ah, so, Regnung. Hey, wenn man ein bisschen redet und andere Sachen denkt, dann bekommt man das meiste nicht mit hier in Regnung. Das ist ein bisschen blöd zum Aufnehmen oder zum Livestreamen. Aber, ja, das muss halt so. Also, es kann halt sein, oder? Also denkt jetzt nicht, ich würde jetzt die ganze Zeit keine Konzentration haben oder so. Aber ja, jetzt am Start dieses Parts hatte ich halt ein bisschen wenig Konzentration, weil ich immer noch die verschiedenen Abläufe im Kopf hatte und so von diesem FTB und MUQLD
Ding zeigst. Aber ich mache das irgendwie gerne. Aber es tut mir eben extremst in den Kopf reingehen, die Konzentration darauf zu halten, obwohl ich es gar nicht mehr will. Das ist das Problem, oder? Ah, weiter vorne, da. So. Jetzt. Okay. Jetzt müssen wir einfach wieder zurück. Oder da nach unten. Gehen wir nach unten. Wir können ja schon schwere angreifen. Oh, jetzt, wo ist der Hexenmeister? Der da oben. Ach komm, wir schauen mal kurz. Ah, der Beschi. Ja, da oben ist ja nur die Bücherei. Ach man, noch immer meine ich, da oben ist irgendwas. Das muss ich auch mal wieder rausnehmen. Wenn es nur noch so leicht gehen würde. Einfach mal irgendwas rausnehmen aus dem Kopf. Und nicht mehr daran denken. Da ist ja der Beschwerdetrainer und du sagst nichts. Hey Kowalski, wieso hast du nichts geschrieben, hä? Nein, du wusstest ja nicht, oder? Also. Jetzt regt nicht auf, hey. Jetzt kann ich immer noch nicht den Zombie trainieren. Ich wollte nämlich hier... Ja, machen wir mal so. Hier machen wir nur für also keines Geschoss. Ja, soll ich das schon nehmen? Das ist jetzt die Frage. Schutz. Was ist jetzt anders? Hä? Was ist anders an diesem Spell? Ah, einen Verbündeten, und das ist mich. Tja. Nehmen wir noch nicht. Noch nicht. Aber bald. Da machen wir Drachenblut wieder. Magische Barriere wieder. Und hier machen wir Kampfmagie. Das. Und hier müssen wir ja nichts machen, hä? Bärenstärke, ja. Genau. Also das haben wir jetzt. Können wir noch ein paar mehr nehmen? Ah ja, hier noch die Dämonen. Materielle Bindung. Was können wir dann im Ding machen? Selbstheilung. Ich nehme Wiederbeleben mit. So. Ah. Kurz mal die zweite Liste wieder aktivieren. Danke, dass es nicht bleibt. Auf andere Charakter bezogen. Ah, da hatten wir das. Dann hier das. Sonst nichts, hä? What? Tja. Das noch, hä? Dann nehmen wir das so, hä? Okay, dann geht's weiter. Erfahrungsbonus ist wieder weg, aber das macht nichts. Okay. Ich werde niemand beleben, bis ich ein kurzes Momentchen getanzt habe, ein Küsschen gegeben habe und dann ein bisschen ausgelacht habe. Nein. Oh.
Trolley Mans. Oh, Pilzproben. Sind die schon wieder? Da, ich sehe sie. Wie steht's mit den Steinen? Ja, eben noch gleich. Müssen wir nicht mehr weiterschauen. Kabuski. Ist ein Polne. Oder so etwas. Eine aus Polen. Yay, Magnet. Hey, ist das langweilig? Heftigst. Viel zu sammeln. Was müssen diese Leute denken, die so bekifft Pilze essen? Pilze essen und bekifft zu sein. Hey, ja. Schlimm, oder? Gut. Dann haben wir das. Und ein Orkknecht. Ja, wo sind sie denn? Hä? Da ist einer. Gut. Also. Los. Nein, los. Ey, los. Dämon, besiegt diesen Hund. Ja, sicher. Besieg ihn nicht. Komm, wir gehen. Ach, was ist das für ein... Eben diese Wölfe, die haben Tollwut. Schlimme Teil. Das ist ein Wildorg. Orkknecht, da ist ein Orkknecht. Aber da hat's Werwölchen. Gut. Und los. Okay. Jetzt brauche ich dich nicht mehr, wenn du so lange brauchst, um wieder auftauchen. Nö. Ach Mann. Ah, ich bin noch so müde. Bis 1 Uhr Livestream gehabt. Ich bin zu einer, wenn mein Wecker geht, dann bin ich wach. Und wieder einschlafen, schlafen geht bei mir nicht. Gut, dann haben wir das auch schon. Gehen wir mal hinten durch, hä? Wir müssen wahrscheinlich hoch. Nein, wir müssen... Okay, zurück. Aber da ist noch etwas. Nein, das ist ein... Ding, wo man die Relikt reinmachen muss. Ein Türkis, oh. Wer hat ein Türkis? Wahrscheinlich den Troll, ne? Oh, Türkis-Troll, oh. Hm. Ich mach mal hier alles da rein, das ich schon benutzt habe. Das, was ich benutzen kann später, mache ich hier rein. Ist ein bisschen besser. Okay. Dann auch den Heil-Express, bitte. Und... Jetzt haben wir alles, also Quest-Items, soll das Gold oder irgendwie so, oh, wie heißt die Farbe? Wie heißt diese Farbe? Ocker. Irgendwie so etwas. Nein, ist glaube ich nicht genau Ocker, es ist nur was anderes, aber es ist... Es gibt einen bestimmten Namen für diese, also es gibt für jede Farbe einen wissenschaftlichen Namen oder so. Und weil ich ja recht künstlerisch bin, habe ich das schon mal gelernt, aber es war vor
12 Jahren. Gut. Ich merke, ich bin halt einfach auch nur ein Mensch. Ich kann nicht alles merken. Obwohl ich es will. Ja. Gehst du jetzt, du blöder Heilexpress? Ach Gottchen, diese Frau. Ich meine immer, das ist weiter hinten, also sieht so aus. Okay, du hast diese. So, Dele. Kurz räuspern, hässlich. Ich habe Katzenallergie wahrscheinlich. Muss vielleicht was unternehmen. Nein, ich bleibe einfach bei den Katzen. Irgendwann ist es weg. Das ist das beste Mittel gegen Allergien. Sich dagegen einfach leicht nähern und dann immer wie schneller das wegschieben. Einfach mal kurz die Allergie nehmen und den Stückchen wegschieben. So, prima. Geht doch gut, hä? 11, 15, 10, 12. What? Ist der besser? Langsam. Auch langsam. Na gut. Aber so haben die Feuer ein verbessert und Eis nicht. Also ich finde es jetzt nicht so atemberaubend und kenne es irgendwie von früher noch. Ja, wenn da wann das war, weiß ich jetzt nicht genau. Wahrscheinlich vor 1 bis 3 Jahren. Mehr kann ich es nicht eingrenzen. Du hast ja... Nein, die Hochen. Wo ist denn das? Beim Heizofen, der ist doch da oben gewesen. Ja. Schön, haben wir das. Sie hat die gleichen Haare wie dieses French Blue, das bei den Autos immer so schön ist. Ja, ein bisschen weniger. Ja, vielleicht einfach weiß, halt noch schwarz drin hat. Aber mit dem Haar hatte ich die ganze Zeit in den Rennspielen immer wieder diese gefärbt, oder? Und einfach immer wieder geträumt, so, ah, ich will so ein Auto haben. Ach, Menno. Ich will kein Racheamulett mit so wenig Feuerschaden. Ich will mehr. Da drüben ist er, hä? Okay, nächste Quest. Oh, wir haben schon so spät. Na gut, wir machen noch ein bisschen länger. Wir scannen noch ein bisschen, hä? Was machst du? Ah, damit der rein. Jetzt, Zombie. Genau eine. Ja, schlechtes Level gewesen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasler. Tschüss.